Falls du die Düfte trägst, dann liebe ich dich immer noch. Alle meine Abonnenten sind super, super toll. Sogar mit den Düften, die ich jetzt hier in diesem Video zeige. Nimm mir das jetzt bitte nicht böse. Was war das für ein Tag? Ging es ihm nicht gut an dem Tag? Haben sie ihn bestochen? Haben sie ihn geknebelt? Wollten sie einfach nur seinen Namen unter diesen Duft schreiben? Was ist da passiert? Das war jetzt aber nicht das Schlimmste. Du riechst nach einem abgekohlten Baumstamm. Der riecht für mich nicht nach Parfüm, der riecht für mich wirklich nach diesem Törtchen. Der ist einfach zu viel. Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Patchouli und ich quatsche wirklich sehr gern über Parfüm. Das heutige Video ist nicht geeignet für Zuschauer mit schwachen Nerven, das muss ich dir jetzt nochmal sagen. Das Video ist auch nicht geeignet für Menschen ohne Humor. Denn ich werde in dem heutigen Video keine Düfte vorstellen, die ich super toll finde. Ich werde keine Reviews machen über Düfte, die ich dir empfehlen kann. Denn ich werde in dem heutigen Video Düfte niedermachen. Es gibt nämlich Düfte, die ich absolut nicht leiden kann. Es geht jetzt hier um meine Meinung. Es kann natürlich sein, dass du den einen oder anderen Duft einfach mega feierst, was auch komplett okay ist. Das sind aber einfach nur Düfte, die ich selbst übertrieben nicht leiden kann. Ich kann die nicht leiden. Und ich werde dir auch sagen, warum. Ich werde dir die Düfte trotzdem beschreiben, aber ich werde sie niedermachen. Ich habe heute meinen antisozialen Tag und das wirst du vielleicht merken. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß bei dem Video. Falls du auch meiner Meinung bist, schreib mir das gerne in die Kommentare. Schreib mir einfach mal in die Kommentare, welche Düfte du auf gar keinen Fall tragen würdest. So, jetzt mache ich aber auch schon weiter mit dem ersten Duft, den ich absolut nicht leiden kann. Den ersten Duft, den ich absolut nicht leiden kann, ist von Montal. Es gibt natürlich von meinen Lieblingsmarken auch Düfte, die sie absolut verhauen haben. Ich rede von den Herstellern. Da weiß ich nicht, ob sie bestimmte Inhaltsstoffe zu sehr inhaliert haben. Aber bei diesen Düften, die ich dir jetzt gleich zeigen werde, es ist sogar ein Serge-Off-Duft dabei, da kann ich nicht verstehen, warum man sowas überhaupt auf den Markt bringt. Du merkst, ich habe heute meinen antisozialen Tag. Ich hoffe, du nimmst aber trotzdem alles mit Humor. Das hier ist der erste Duft. Das ist Vanilla Cake von Montal. Diesen Tester habe ich in Paris bekommen, als ich andere Düfte gekauft habe, nicht diesen. Und ich habe ihn natürlich dann getestet. Ich teste alle meine Montal-Tester sofort. Ich habe jetzt hier sogar extra noch ein paar Streifen hingelegt. Ich habe sie sogar ausgeschnitten, weil ich wollte einfach diese Düfte halt auch sprühen. Das sind eklige Düfte, die ich jetzt hier sprühen werde. Ich werde danach wahrscheinlich tagelang die Fenster offen lassen. Aber ich muss die hier einfach sprühen, damit ich die Düfte fühle. Damit das hier gut rüberkommt. Weißt du, was ich meine? Genau, also Vanilla Cake. Ich bin ja kein Vanille-Fan. Es gibt aber so ein paar Düfte mit Vanille, die mich richtig umgehauen haben, die ich richtig, richtig liebe. Zum Beispiel von Serge-Off Bouquet Ideal oder mein heiliger Gral von Nishane Ani. Die edelste Vanille, die ich kenne. Dann dachte ich mir, Montal macht auch sehr viel richtig. Montal riecht öfter mal synthetisch, aber ich finde das eigentlich ganz okay bei Montal. Diese Montal-Vanille geht gar nicht. Serious. Also, ich sprühe die jetzt mal auf. Einmal reicht komplett. Weg damit. Okay. Ich finde es schade, dass wir mit der Technik nicht so weit sind, dass ich hier Düfte rüberschicken kann. Dass du dieses Video anschaust und du kriegst einen Duft mit rübergeschickt von mir. Das wäre echt cool. Weil dann würdest du vielleicht verstehen, von was ich jetzt hier rede. Das hier, das ist die günstigste Vanille, die ich jetzt so in letzter Zeit gerochen habe. Und sowas kommt tatsächlich von Montal. Für mich riecht dieser Vanilla Cake tatsächlich nach einem Vanilla Cake, aber ein sehr günstiger Vanilla Cake. Das ist ein Duft, der könnte in der Drogerie verkauft werden für 5,95 Euro ganz unten im Regal. Kennst du die Düfte, die du aufsprühst und die sind in 5 Minuten weg? Die riechen dann einfach nur nach Vanille. Oder das ist so eine Duftkerze aus dem Teddy oder aus dem Kick. Nichts gegen Teddy und Kick. Ich mag Teddy und Kick. Ich kaufe dann gerne mal Dekorationszeug. Ich kaufe da Zeug für Partys. Einfach diese Hüte oder sowas. Ich finde die Läden eigentlich echt ganz cool. Da findest du ganz viel Krimskrams, wofür du nicht viel Geld zahlen musst. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Dieser Duft riecht für mich nach einer Duftkerze, nach einer ganz, ganz günstigen Duftkerze für 2 Euro vielleicht aus dem Kick. Und so möchte ich nicht riechen. Die Kerze, die darf gerne mal so riechen, ich möchte aber nicht danach riechen. Und ich meine, die Düfte von Montal sind jetzt halt auch nicht ganz günstig, ne? Und dafür dann, ich weiß nicht, das ist glaube ich ein silberner Flakon, dafür dann irgendwie 100 Euro auszugeben, serious. Also die haben doch irgendwas geraucht, als sie diesen Duft, sorry, darf ich das jetzt sagen? Ist mal ein Video, ich glaube schon, als sie diesen Duft hier kreiert haben. Gut, das war jetzt der erste. Ich glaube, ich mache jetzt weiter mit dem nächsten Duft. Ich habe hier nämlich auch noch einen Duft, der wird ziemlich gehypt. Ich habe, glaube ich, mehrere Düfte, die ziemlich gehypt werden, ja.
machen wir weiter. Beim nächsten Duft habe ich so ein bisschen Angst, ihn niederzumachen. Ich werde ihn jetzt aber niedermachen, weil ich den Hype komplett nicht verstehe. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen da draußen, vor allem Frauen, diesen Duft sehr, sehr lieben. Und deswegen bitte ich dich, mir das Ganze nicht böse zu nehmen. Weil ich habe, wie gesagt, heute meinen antisozialen Tag und ich wollte heute mal ein paar Düfte niedermachen, weil ich feiere ja so viele Düfte und ich beschreibe die auch immer sehr positiv, weil ich sie halt einfach so, so gut finde. Deswegen muss ich halt auch mal das Gegenteil machen. Mit Düften, die ich halt nicht gut finde. Und das hier ist einer davon. Also nimm mir das jetzt bitte nicht böse. Ich habe schon Angst, diesen Duft jetzt hier zu nennen. Das hier ist von Byredo und zwar Baldafric. Das ist so ein kleiner Tester, den ich bekommen habe. Jetzt kipp mir bitte nicht vom Stuhl, aber ich finde den echt nicht gut. Baldafric bedeutet, glaube ich, soweit ich weiß, afrikanischer Ball, wenn du den einfach mal übersetzt, den Namen. Ich hoffe, das ist jetzt auch so beabsichtigt worden von Byredo, einen afrikanischen Ball jetzt hier in diesen Flakon reinzupressen. Der riecht aber nicht so. Das ist ein Duft, der riecht für mich nach Langeweile pur. Langeweile im Flakon bekommst du mit Byredo Baldafric. Ich verstehe den Hype nicht. Was du hier bekommst ist... Du bekommst fruchtige Noten, ich rieche eine Mandarine, ich weiß nicht, ob Mandarine drin ist. Ich mag Mandarine normalerweise, aber das hier ist eine sehr, sehr langweilige Mandarine. Leichte Cremigkeit kommt dann nach der Zeit, blumige Noten, was leicht Florales und das war's. Das war's wirklich. Das ist so ein Duft, der könnte auch von MAC sein. Das ist wieder so ein Duft, der könnte in der Drogerie stehen. Ich möchte jetzt keine Drogerienamen nennen. Sagen wir mal vielleicht nicht unterstes Regal, aber mittleres Regal. Da könnte dieser Duft hier drin stehen. Für 10,95. So riecht ein Baldafric. So kann ich das jetzt hier stehen lassen. Langeweile im Flakon. Das war jetzt aber nicht das Schlimmste. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, die Haltbarkeit und Sillage ist unterirdisch. Ich habe den Duft gesprüht, habe den vielleicht 2-3 Stunden wahrgenommen, danach war er weg. Sillage ist auch mies. Deswegen möchte ich jetzt hier niemandem diesen Duft hier empfehlen, weil, sorry, dafür würde ich jetzt... Guck mal, ich rieche den schon gar nicht mehr auf dem Streifen. Ich habe den jetzt hier auf den Streifen drauf gesprüht und der ist schon fast weg. Ich rieche ja was leicht Zitrisches noch und das war's. Deswegen, sorry Byredo, ihr habt ein paar coole Düfte. Blanche liebe ich über alles, aber der hier geht einfach mal gar nicht. Okay, und jetzt geht's weiter zum nächsten. Und ich glaube auch beim nächsten könnte es sein, dass du dich vielleicht anschnallen solltest an deinem Stuhl, Sessel oder wo immer du auch sitzt, weil auch da könnte es sein, dass du vom Hocker gehauen wirst von der Ansage, die ich jetzt gleich mache. Weil das ist auch ein Duft, ich weiß, so viele Frauen. Feiern den Duft, der jetzt kommt. Okay, auch bei diesem Duft habe ich so ein bisschen Angst, ihn zu nennen. Das hier ist nämlich ein Duft. Das hier ist Lyra von Serjov aus der Casa Morati Collection. Und das hier ist einfach das beste Beispiel für einen süß-klebrigen Duft, der einfach übertrieben günstig riecht. Das sind genau die Düfte, die in Richtung La Vie Belle gehen, von denen ich einfach Zahnschmerzen bekomme. Das ist einfach zu viel Zucker. Der klebt übertrieben. Sorry, welcher Mensch, ich werde den jetzt aufsprühen, welcher Mensch... möchte oder welche Frau möchte nach einem Zuckertörtchen mit Zitrone, Vanille und einer fetten Karamellschicht riechen. Das ist das beste Beispiel, das beste Beispiel für einen Gourmand-Duft, der wirklich nach einem Gebäck riecht. Ich hatte ein Video gemacht über Gourmand-Düfte, werde ich dir verlinken, in dem ich dir edle, elegante, nach Parfüm riechende Gourmand-Düfte gezeigt habe. Das hier ist aber, das ist wirklich so ein Duft, der riecht für mich nicht nach Parfüm, der riecht für mich wirklich nach diesem Törtchen. Der ist einfach zu viel und der riecht einfach günstig. Und wenn ich ehrlich bin, der riecht für mich nach einem kleinen Mädchen, das 5 Jahre alt ist, das gerade mit das so ein Prinzessin-Lilifee-Outfit anhat und mit Barbie spielt. So riecht der Duft einfach für mich. Vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Frauen diesen Duft lieben, die selbst gerade auf Diät sind. Die keine Süßigkeiten essen dürfen, die aber diese Süßigkeiten einfach auf sich draufsprühen möchten. Schreib mir das in die Kommentare, falls das so ist. Ich rate dir einfach, iss vielleicht einfach an einem Cheat Day in der Woche, vielleicht an einem Sonntag oder so, das habe ich damals auch mal so gemacht, iss da einfach alles, was du möchtest, ganz viel Torten, ganz viel Gebäck, alles, was du möchtest, Schokolade, Karamell, aber sprüh dir nicht diesen Duft auf als Ersatz. Bitte, tu das nicht. Das ist auch ein Duft, der ist auch zu stark. Ich liebe ja Biester, aber nicht, wenn die kleben, bitte nicht, wenn sie kleben. Genau, das war der. Ich werde auch die Düfte nicht unten verlinken. Ich werde keinen dieser Düfte unten verlinken, weil ich werde sie dir nicht empfehlen. Trotzdem, nimm mir das nicht übel. Also, es ist halt wirklich so, dass ich heute einfach gedacht habe, ich bin heute Morgen aufgestanden und habe gedacht, komm, sag einfach alles, was du denkst. Das werden die schon verkraften. Das werden die verkraften. Und ich hoffe, du bist trotzdem nicht böse mit mir. Und ich werde jetzt auch weitermachen mit dem nächsten Duft. Ich habe nämlich noch 3 Düfte, glaube ich.
die ich dir zeigen möchte. Nicht von allen habe ich Tester hier, was ich aber auch gar nicht so schlimm finde, weil wer braucht die Dinger denn zu Hause? Den nächsten Duft, den ich jetzt hier mit aller Liebe niedermachen möchte, ist von Replica. Und das ist auch ein Duft, der wird gehypt. Viele, viele, viele Menschen lieben diesen Duft. Und da verstehe ich auch nicht, warum. Es geht nämlich hier um By the Fireplace. Jetzt denkst du vielleicht, Angelina, du magst doch rauchige Noten. Du hast doch öfter mal auch Düfte gezeigt, bei denen rauchige Noten im Mittelpunkt stehen. Ja, genau so ist es. Ich mag das, wenn ein Duft süße Noten hat, wenn ein Duft rauchige Noten hat. By the Fireplace ist es aber so, du riechst tatsächlich nach einem Feuerplatz. Du riechst nach einem abgekohlten Baumstamm. Oder du riechst nach einem Feuerplatz, der gerade abgebrannt ist, nach einer Grillparty. Da brennt schon gar kein Feuer mehr und das ist dieser eklige Geruch, den du einfach da um diesen Feuerplatz hast. Und so möchte doch kein Mensch riechen. Wieso? Warum? Weshalb? Ich verstehe den Hype nicht. Wer möchte nach einem abgekohlten Feuerplatz riechen? Ich auf jeden Fall nicht. Ich mag rauchige Noten, aber die müssen dann halt irgendwie auch mit anderen Noten zusammenspielen, eine Symbiose ergeben. Weißt du, was ich meine? Aber By the Fireplace, guck mal, der Duft verhaut mir schon die Sprache. Da hört es einfach auf. Da hört der komplette Spaß einfach auf. Und ich weiß, dass sehr viele diesen Duft lieben. Ich wurde auch oft gefragt, hey, du hast noch nie ein Review zu diesem Duft gemacht. Deswegen mache ich das jetzt. Kauf diesen Duft bitte nicht, weil welcher Mensch möchte verkohlt riechen? Ich nicht. Weiter geht's zum nächsten. Den nächsten Duft, den ich auf jeden Fall auch haten muss, weil auch zu dem Duft bekomme ich öfter mal Anfragen. Ich hatte ihn sogar schon mal in einem Review drin. Das ist ein Duft, der kommt in dieser Kondompackung. Das ist von Paco Rabanne Phantom. Bei diesem Duft habe ich nicht das Gefühl, dass es sich um ein Parfüm handelt. Erstens wegen dem Inhalt und zweitens wegen dem Flakon. Der Flakon sieht aus wie ein Spielzeug aus dem Happy Meal. Anders kann ich es nicht sagen. Welcher Mensch möchte in seinem Parfümregal ein Spielzeug vom Happy Meal drin stehen haben? Verstehe ich nicht. Es gibt auch von Moschino Toyboy, das ist dieser Teddybär. Ich finde sogar der ist im Vergleich zu diesem Flakon einfach Kunst. Weißt du, was ich meine? Genau so. Jetzt komme ich hier aber zum Duft. Ich tue jetzt hier mal diese Kondompackung aus der Kamera raus und werde jetzt hier diesen Duft aufsprühen. Das hier ist süße Synthetik im Flakon. Süß, synthetisch. So riecht der Duft für mich. Nach Rhabarber, nach süßen, fruchtigen Noten. Aber alles in sehr, sehr synthetisch. Mit irgendeiner Note, die kann ich nicht identifizieren. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist aber wie so eine angekohlte Plastiknote oder sowas. Vielleicht rede ich deswegen von Synthetik. Weißt du, was ich meine? Dieses übertrieben komische, ich glaube, es ist Rhabarber oder Lakritz oder sowas. Ist das Lakritz? Ich weiß es nicht. Sellerie. Der Duft riecht nach Sellerie. Tatsächlich nach Sellerie. Eben, wie gesagt, wer möchte diesen Flakon bei sich zu Hause stehen haben? Wer möchte nach Sellerie, nach einem synthetisch süßen Duft riechen, der irgendwie für mich auch so Teenie-Vibes hat? Der riecht für mich nach einem Teenie. So einem 10-Jährigen, 11-Jährigen. Vielleicht würde dieser Duft passen in ein Kinderzimmer. Dann wird das alles noch harmonisieren. Aber an einem gestandenen Mann, da weiß ich nicht, welcher Mensch möchte so riechen. Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Keine Ahnung. Und das Schlimmste, das Allerschlimmste ist, einer der Parfümeure für diesen Duft hier war Dominique Rapion. Ich vergöttere Dominique Rapion. Er hat Alien kreiert, er hat L'Interdit kreiert, er hat Düfte für Frédéric Malle kreiert, er hat Düfte für Yves Saint Laurent kreiert. Das ist einfach ein Meister. Und dieser Mensch hat hier bei diesem Duft hier mitgemischt. Da frage ich mich wirklich, was war das für ein Tag? Ging es ihm nicht gut an dem Tag? Haben sie ihn bestochen? Haben sie ihn geknebelt? Wollten sie einfach nur seinen Namen unter diesen Duft schreiben? Was ist da passiert? Keine Ahnung. Gut, er hat auch La Vie Belle kreiert. Den Fehler werde ich ihm auch verzeihen. Das ist so ein Fehler, den ich ihm verzeihe. Aber bei dem Duft, da ist doch irgendwas gelaufen. Ja. Lassen wir es so stehen. Weiter geht's zum nächsten Duft. Übrigens, Haltbarkeit und Sillage ist bei dem Duft auch unterirdisch. Also, why? Beim nächsten Duft habe ich so ein bisschen Angst, weiterzumachen, weil das wieder ein Duft ist, der sehr verbreitet ist und sehr viele Frauen lieben den Duft. Und falls du als mein Abonnent oder Zuschauer, vielleicht zukünftiger potenzieller Abonnent, abonniere übrigens diesen Kanal, falls du noch weiteren Content von mir sehen möchtest. Falls du die Düfte trägst, dann liebe ich dich immer noch. Alle meine Abonnenten sind super, super toll, sogar mit den Düften, die ich jetzt hier in diesem Video zeige. Das ist doch mal ein Statement. Jetzt mache ich aber weiter. Es geht nämlich um Black Opium. Black Opium habe ich schon öfter mal gehatet. Ich habe den Duft schon öfter mal niedergemacht, genau wie La Vie Belle. Ich finde, ich könnte die Düfte gleichstellen. Ich finde sie beide schlimm. Ich finde sie beide unausstehlich. Ich verstehe nicht, warum so viele Menschen Black Opium tragen und denken, sie riechen besonders damit. Weißt du, was ich meine? Das ist ein Duft, der riecht
wie die große Masse. Der ist nicht besonders und der riecht einfach wie Menschen inside the box. Weißt du, was ich meine? Menschen, die nicht zu sehr auffallen möchten oder Frauen, die nicht zu sehr auffallen möchten, die einfach nur gefallen möchten, aber nirgends andocken möchten oder anecken. Anecken ist das richtige Wort, glaube ich. Die nicht negativ auffallen möchten. Einfach immer nur positiv, aber immer inside the box. Das sind einfach Düfte für die große Masse. Und das ist mit Black Opium halt der Fall. Bei Black Opium verstehe ich trotzdem nicht, warum heißt der Black und warum heißt der verdammt nochmal Opium. Ich habe nämlich jetzt hier Opium da. Falls du von Yves Saint Laurent Opium kennst, das hier ist Opium. Und Black Opium hat einfach mal gar nichts. Gar nichts mit Opium zu tun. Deswegen, warum Black, warum Opium? Das ist einfach, das ist eigentlich eine Frechheit, dem Duft den gleichen Namen zu geben. Geht gar nicht. Den hier feiere ich richtig. Das ist ein sehr, sehr besonderer Duft. Provokant schon fast. Hier, Black Opium, Belle d'Opium. Was laber ich? Belle d'Opium ist das. Der wird nicht mehr produziert. Sehr, sehr, sehr schade. Den fand ich auch sehr geil. Also falls du diesen Duft noch irgendwo findest, Belle d'Opium, kauf den sofort. Der ist Hammer. Aber was die mit Black Opium gemacht haben, keine Ahnung. Ich finde, der riecht halt auch, ich glaube, Black Opium möchte besonders sein mit dieser Kaffeenote. Für mich riecht der Duft aber irgendwie nach so einem Milchkaffee, der so ein bisschen verwässert ist. So ein bisschen günstig riecht der halt auch. Und ich finde, Black Opium sollte heißen Pink Fluffy Latte Macchiato Cloud. Irgendwie sowas. Das würde besser passen. Dann würde der Duft vielleicht auch so ein bisschen das jüngere Publikum ansprechen. Da passt er vielleicht ein bisschen besser, wenn man sich als junger Mensch noch nicht so ganz gefunden hat. Aber sorry, für jemanden über 18 würde ich diesen Duft halt echt nicht empfehlen. Aber ich weiß, dass ganz viele Frauen da draußen Black Opium lieben und trage den einfach weiter. Aber ich wollte einfach mal ein Statement von meiner Seite abgeben. Ich finde den nicht gut. Die beste Alternative zu Black Opium. Falls du Black Opium liebst, du aber sagst, okay, der riecht halt wirklich so ein bisschen Mainstream, teste einfach mal von Montal Intense Café. Das Ding wird dich weghauen. Du wirst nie wieder Black Opium haben wollen. Du wirst Black Opium, den vollen Flakon, nehmen und aus dem Fenster werfen. Das werde ich dir versprechen. Genau, das waren sie. Das waren die Düfte, die ich gehatet habe in diesem Video. Und ich hoffe, du magst mich immer noch, weil ich liebe trotzdem alle meine Abonnenten, die trotzdem auch diese beide Fireplace und Balda Frick und was weiß ich alles tragen. Ich finde euch trotzdem super. Ich wollte euch einfach nur meine Meinung dazu wiedergeben. Und heute war ich so ein bisschen aggro drauf. Und dann dachte ich mir so, hey, mach doch einfach ein Video. Das kommt dann bestimmt gut rüber. Wenn es nicht so gut rübergekommen ist, freue ich mich trotzdem über einen Kommentar von dir. Folg mir hier auf YouTube, folg mir auch auf Instagram. Da werde ich auch ganz, ganz viel Parfüm-Content posten oder mache ich ja jetzt schon. Und ich werde jetzt heute mal überlegen, was ich heute tragen werde. Es wird keiner dieser Düfte sein. Vielleicht wird es dieser provokante Duft sein. Opium von Yves Saint Laurent. Mit dem machst du alles richtig. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!